Willkommen zurück bei Forever Skies. Und wir werden jetzt ein weiteres Mal in die Tiefe gehen und gucken, ob wir noch fehlende Materialien finden. Und ich habe gelesen, dass ganz viele die Probleme haben hier, wenn man runterfährt, dass die FPS einbrechen. Aber ja, wie jetzt hier. Das hätte was mit dem Ladescreen zu tun, weil jetzt die obere Ebene entladen wird und die untere Ebene geladen wird. Wie haben sie gesagt, das ist ein Feature, was dazugehört. Ich nehme es mal so hin. Es ist ein Early Access Spiel und dafür läuft es verdammt gut. So, und jetzt gucke ich erstmal, ob ich den Weg hier runter auch wieder finde. So, die eine Blume hat man ja, glaube ich, schon besiegt. Die wirklich nicht kaputt geschossen? Warning. Oxygen level is low. Werkzeug erforderlich. Hypothermie-Booster. Ah. Okay, an der komme ich nicht vorbei. Schade. Gut, dass ich jetzt meine Munition verballert habe an der Stelle. Aber kein Problem. Pfeile kann man ohne Probleme hier nacherstellen. Da haben wir noch die heiß begehrten Kristalle hier. Energiekristalle, die sind wichtig. Allein dafür hat sich der Abstieg schon gelohnt. Ich werde noch so viel forschen müssen. Das ärgert mich. Ja. Blöden. Geschichte, die vorbeikomme. Warning. Oxygen level is low. Das ist das, was ich von der anderen Seite gesehen habe. Und hier ist die andere Blume. Okay, jetzt habe ich beide Stellen wieder gefunden.
so ärgerlich, dass hier überall die Blumen sind, die mich behindern. Warning. Oxygen level is low. Oh, jetzt habe ich wenigstens den Weg hier aufgemacht, ja? Das hilft nichts. Ich brauche dieses medizinische Wunderding da oben, den Analysator. Ja, super, eine Infektion. Warum fliegen die hier rum? Hat noch nur was mit dem Honig eigentlich zu tun. Sieht auf alle Fälle wild aus. Warning, oxygen level is low. So, jetzt ist die Frage, habe ich alles? Kann ich weiter forschen? Spontan würde ich ja sagen, aber so viele Sachen, wie ich hier übersehen habe. Aha. Noch eine Kristallbatterie, genau. Ist dieses Riesenvieh abge... Und doch noch was vergessen.
glaube, jetzt müsste ich so ziemlich... Fahrstuhl hier. Das ist wahrscheinlich sogar mein Fahrstuhl, mit dem ich wieder hochfahre. Aha. Guck mal. Alles so noch. Findet ihr? Warning, Oxygen level is low. Und dass man da nicht. Habe ich die wirklich alle die ganze Zeit übersehen? Das spawnen die nach. Oxygen level is low. Diese Richtung. Und ich macht mal das Ding von unten. Okay, aber ohne, ich würde es jetzt mal sagen. Ohne dieses Bio-Ding komme ich da unten nicht weiter. Voll ärgerlich. Gut, dann schauen wir mal, was wir oben. Untersuche den Virenträger. Ja, ich bin hier gefangen. Das ist schon klar. Mit den Sachen, die wir an Bord haben, irgendwie dieses Virending erforschen können. Ein Virenanalytiker. Das, was hier gewachsen ist. So, was fehlt mir denn? Muss bauen Virenproben. Das heißt, eine Hauptplatine fehlt mir, zwei Polymer Hauptplatine. Eine Batterie könnte ich auch mal einen Moment ablegen. Die muss ich wieder aufladen.
mitnehmen, wirklich nur die Hauptplatine. Das kriegen wir aber alles hin. Schön dafür sorgen, dass hier Wasser umgewandelt wird. Und 2 Tage noch, sehr gut. 1 Tag noch, perfekt. So, also wir brauchen die Leiterplatte. Plastikmüll. Printing completed. Wenn ich mir das angucke, Printing completed. Werde ich noch ganz, ganz viel von diesem Polymerzeug brauchen. Printing completed. Oh, haben wir sogar Platz. Okay. Printing completed. Printing completed. Schön, dass wir uns alles herstellen können. Ja? Printing completed. Und schön, dass es so schnell geht. So, eine Hauptplatine, ja, logisch. Printing completed. Printing completed. Printing completed. So, jetzt sieht's doch echt gut aus. Und gut, dass wir Kupfer noch hatten. Braucht jetzt ein bisschen länger. Printing completed. So, und jetzt können wir den Virenprobenanalysator bauen, endlich. Dann kommen wir doch ein großes, großes Stück weiter, würde ich sagen.
Muss ja irgendwas schief gelaufen sein hier. Hier unten Blitze gefangen. Ja, das sieht aber wie ein Forschungsballon aus. Oh, schön, wie sie unten. Guck mal, das ist Großbritannien da unten. Das ist Big Ben. Der da unten rausguckt. Ja, heftig. Okay, hier in der Ecke konnte ich nicht bauen. So, jetzt siehe Studien, gucke mal. Fieber. Sauerstoffboost. Nein, man braucht schon wieder eine Sonnenmelone, ey, ich krieg. Da braucht man den Honig, Staubsalat, mehrfarbige Rapsblüte. Einnudelnde Grasgrille. Jetzt brauche ich die ganzen Dinger hier. Scannen. Oh, warte mal hier. Staubgänseblümchen. Jetzt sag nicht, ich habe die alle. Nein, ich habe sie alle gekocht. Oh, die gibt es aber unten noch, oder? Hydration level is decreasing. Das ist jetzt bitter. Oh, da kommen wir nächstes Mal weiter auf alle Fälle. Das ärgert mich jetzt. Das ist definitiv ärgerlich. Ich glaube, die gab es unten noch. Nein, stopp, stopp, zurück. Den habe ich vergessen. So, also wie gesagt, der Untergrund ist hier echt ein sehr langwieriges Projekt. Ich glaube, ich habe noch nicht die Batterie gefunden. Es ist immer noch Licht an da oben.
Schön, wenn man den Dings vergisst. Ja, bekannte Virenprobe, das ist schön. Ich habe jetzt die Folge extra etwas länger gemacht, um keinen Cliffhanger zu machen. Und deswegen ist die Folge ein klein wenig länger. Wir kommen weiter und ich wollte auf alle Fälle das hier haben. Aber das kommt davon, wenn viel Action ist, dann vergisst man manchmal das Mikrofon wieder aufzumachen. Weil es war gerade sehr viel Hektik hier. So, Batterie einfüllen. Und jetzt brauche ich das medizinische Gedöns hier. Das habe ich aber nur einmal. Kann ich das übrigens auch herstellen? Fällt mir gerade mal so ein. Da muss ich die wirklich finden. Und oh, oh. Ich sehe gerade nichts, wo man das... Doch hier. Dafür brauche ich den übernatürlichen Samen. Okay. Körper haben wir jetzt, das ist schön. Wir brauchen noch viel mehr Lagerkisten, wenn das weiter so geht. So, damit kann ich den Hitzeorganismus nächste Mal umgehen, das ist schön. So, wie gesagt, ein klein wenig Überlänge für die Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir da unten nur ein bisschen die Pflanzen zu umgehen. Ich hoffe, ein Booster reicht, weil mehr können wir im Moment nicht herstellen. Wird aber schon schief gehen. Also in dem Sinne, schaltet wieder ein, wenn es Forever Skies heißt und wenn ihr wissen wollt, was uns hinter den Pflanzen erwartet. Bis dann. Ciao, ciao.